Herzlich willkommen, Freunde, zur zweiten Folge von Five Nights at Freddy's Security Breach Rune. Und in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Wir sind kurz auf Monty getroffen, sind irgendwie ins Wasser gefallen und haben so eine Maske bekommen, die hier. Mit der können wir Dinge sehen, die wir sonst nicht sehen können und durch Wände gehen, also durch bestimmte Wände. Und jetzt ist da dieses Gerät hier vor uns. Das ist eine ferngesteuerte Fazbear-Techniker-Kamerastation. Du hast Glück, sie ist schon aufgestellt und hat eine Funktion, was? Diese kleinen Kästchen stehen für die aktiven Sicherheitskameras in diesem Bereich. Wähle eine Kamera aus, um zu sehen, was sie sieht. Okay. Da hat man gerade Monty gesehen. Okay, Kamera 2 sind wir gerade. Kamera 1, hier sind wir. Stellt euch vor, hier wäre jetzt irgendetwas. Kamera 3... Bitte drücke den blinkenden Knopf. Sprechanlage. Okay. Jo. Jo, und da ist wieder Monty. Netter Trick, was? Hab ich aus Aufnahmen deiner Stimme gemacht, Bro. Der ist gruselig, dieser lilane Bär. Erfahrene Angestellte verwenden solche Sprechanlagenaufnahmen, um Animatronics an bestimmten Orten zu lotsen. Für Autogramme, Fotos und so weiter, okay? Wir können ihn damit irgendwo hinlocken, also anscheinend. Hier können wir wieder Sprechanlage drücken. Und da ist er. Okay, vielleicht wird das mal nützlich sein. Wir schauen mal, Freunde, ich weiß jetzt nicht, wo er jetzt genau ist und wo wir sind. Ich hoffe, er ist weit weg von uns. Wir gucken mal, Freunde. Okay. So ein Spielautomat. Drücken, um zu spielen. Okay. Was ist das hier? Minigolf? Hallo? Ey, yo, wie funktioniert das? Ah, okay. Okay, ich glaube nicht, dass wir das jetzt unbedingt machen müssen. Zumindest hat das Spiel uns das jetzt nicht gesagt. Wir gehen einfach mal weiter, Freunde. Jo, man sieht hier, dass das ein bisschen so glitscht und so. Das heißt, wir müssen hier die Maske aufsetzen. Bro, was ist das für ein Geräusch? Ist hier Monty? Wir müssen hier lang, oder? Bitte, bitte, bitte ist hier nicht Monty, bitte. Jo, ein Roboter. Oh, okay, hier müssen wir die Maske absetzen. Oh Mann, ich will wissen, warum hier alles so demoliert ist. Ich hoffe, das werden wir mal erfahren. Guck mal, ein Kinderwagen. Bro. Okay, er zeigt uns den Weg. Jo, was? Bro, das ist Monty. Er war wirklich hier, hat mich nicht gesehen? Wir müssen dahin. Ich schleiche mal. Er ist doch in die Richtung gelaufen. Hä? Wir sollen hier wirklich hin? Okay. Yo, was ist das für eine Tür? Okay, Gregory. Wir sollen die Sicherheit ausstellen. What are you talking about? None of this makes sense. Security knows. Okay. Gregory? Security notes? What the heck are those? Wir müssen Sicherheitsknoten ausschalten, Freunde. Und ich glaube, wir müssen hier hin. Freunde, ich habe übrigens die Untertitel ausgestellt. Ich hoffe, das ist okay für euch. Lasst mich das gerne wissen. Ich dachte, damit man nicht die ganze Zeit irgendeinen Text unten hat und der war sowieso auf Englisch. Ich will mal zur Tür gehen, Freunde. Zuerst, wir gehen mal zur Tür. Okay. Diese Tür befindet sich im Notfallsperremodus. Suche in der AR-Welt nach aktiven Sicherheitsknoten. Deaktiviere diese nervigen Knoten. Dann sollte die Tür aufgehen. Okay. Okay, Freunde. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Sicherheitsknoten deaktivieren.
Okay, das ist wahrscheinlich dieser Sicherheitsknoten. Unterknoten zuerst deaktivieren. Okay, hier sind solche so ein Kabel. Ist das das hier? So ein Fass? Okay. Und jetzt? Was jetzt, yo? AR-Sicherheitsnetzwerk. Verbinde die zueinander passenden Hologramme, aber überkreuze die Linien nicht, okay? Diese Cupcakes muss ich verbinden mit den Blitzen. So. Also, das hier hierhin. Und den Blitz hier. Gut. Komprimiert. Und die Kiste geht hoch. Okay. Wir gehen mal weiter. Ich leg mal die Maske ab. Findet ihr es ohne Maske oder mit Maske besser, Freunde? Beides ist unheimlich. Dieses Geräusch. Was ist dieser Automat hier? Ich hoffe, Monty kommt jetzt nicht, bitte. Bitte komm jetzt nicht. Okay. Ich fühle mich so, als wäre ich in Real Life hier, Freunde. Immer diese Ecken, immer dieses Um-Eck-Schauen bei Horrorspielen. Und hier ist nichts. Okay, da ist wieder so ein Kamerateil. Okay. Gehen wir erstmal da reingucken. Da sieht man die Tür. Sonst nichts. Okay. So. Hier ist noch so ein Teil. Alarm, ich habe eine anormale Entität im Venim-Netzwerk entdeckt. Bitte sie doch, sofort zu gehen. Sollte das nicht funktionieren, verlässt du am besten den AR-Modus und wendest dich an unseren rund um die Uhr erreichbaren Kundendienst. Was? Eine anormale Entität im AR-System? Oh nein, Mann. Okay. Wir müssen hier hin, Freunde. Yo, 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 was ist das? Der hat gesagt, das sendet irgendwie Signale zu Monty. Bro, 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 habt ihr euch erschreckt? Also ich habe mich ehrlich gesagt wirklich, wirklich erschreckt. Aber ich muss das Teil hier deaktivieren. Ich darf nicht so oft die Maske tragen, oder was? Verdammt, Mann. Ich hoffe, das killt mich nicht, bitte. Oh Mann, jetzt wird's gruselig in der Maske. Und ich habe gerade gefragt, was ist gruseliger, die Maske oder ohne Maske? Das spricht auf jeden Fall für Maske. Aber ich muss jetzt wieder das Teil hier machen. Ich hoffe, da kann jetzt nicht währenddessen kommen. Blitz. Okay, erstmal Cupcake. Und Blitz. Okay. Die Garage ist offen. Noch ein Teil. Oh nein. Freunde, ich muss die Maske aufsetzen. Ich muss. Okay, wohin führt das? Wieder so ein Fass? Oh Mann, ey, bitte, bitte, fällt mich das Teil nicht. Bitte. Hä? Wo ist das andere? Hier? Okay. Drei Dinge dieses Mal. Noch eins. Wo ist das andere? Hier? Ja. Dieses Plüschtier. Ich habe schon viel zu lange die Maske auf. Da! Habt ihr das gesehen? Oh oh. Verdammt, Mann. Man sieht sogar so einen Geist an der da stehen. Bro. Aber ich muss doch die Maske jetzt anziehen. Okay. Nein, nein, nein. Wir machen das jetzt ganz schnell. Okay, okay. Ganz schnell. So. Und so. Perfekt. Maske absetzen. Was ist das, yo? Woher? Warum kommt jetzt diese Musik? Hä? Wo muss ich jetzt hin? Bro. The door? The door is open, sagt er. Ah, okay, die Tür ist jetzt offen, Freunde. Da müssen wir jetzt wieder hin. Müssen also zurück. Yo, yo, yo. Nein, 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 bitte nicht, bro, okay? Er ist da runter.
Er sagt, das Signal hat Monty ja hier hingebracht. Kein Wunder bei diesem lauten... Diese laute Musik, ja? Kein Wunder, dass er weiß, wo wir sind. Ist es eigentlich okay ohne Untertitel? Okay. Lasst mich das auf jeden Fall gerne wissen, Freunde, und lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Kommentar da und ein Like. Würde mich sehr supporten. Und wir gehen jetzt zur Tür. Fazbear Entertainment übernimmt keine Haftung für mögliche AR-Traumata oder Folgeschäden von Antivirenprogrammen. Was? Ich muss die Maske absetzen, stimmt. Hey, Junge. Ja, ein Roboter. Der bewegt sich. Und da hinten ist so ein Sicherheitsbereich. Kennen wir noch von Security Breach? Da sind oft irgendwelche Dinge zum Einsamen. Hallo? Er tut mir aber nichts. Der folgt meinen Bewegungen. Okay, gibt's hier vielleicht irgendetwas? Oh, hier kann man... Hier konnte man bei dem anderen Spiel seine Taschenlampe aufladen, aber hier geht sie anscheinend nie leer. Soll ich zu ihm? Nee, oder? Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Bitte kommt Monty nicht wieder, bitte. Der hatte uns fast. Ist er jetzt eigentlich erledigt? Wir laufen mal, aber ich will meinen Sprint immer aufbewahren für den Fall der Fälle. Oh Mann, immer wenn es so ruhig wird, könnte irgendwas passieren. Bitte nicht. Krallen. Jo, was? Jo, hier ist jemand drin. Ist Monty? Ich glaube, das ist er. Bitte nicht. Wir müssen schnell weggehen. Das Teil hier. Okay. Okay, lade alle Leitungen auf. Wir machen das mal ganz voll, weil wir das nächste ganz voll machen müssen. Oh Mann, das hat nicht geklappt. Das geht viel zu schnell leer. Wir müssen erstmal das hier voll machen. Und jetzt das andere. Okay. So war es ganz leicht. Okay, jetzt sind wir hier. Müssen wir hier rein, bitte nicht. Oh nein. Warum ist das so angemalt? Wer war das? Wie müssen wir die Maske aufsetzen? Zwei Dinge. Kabel? Okay. Hier ist so ein Teil. Was sagt er? Was sagt er? He's searching? Oh nein. Okay, ich setze kurz die Maske ab. Nicht, dass das Teil jetzt wieder kommt. Gar keinen Bock auf diesen Jumpscare. Never stop smiling. The customer is always right. Aha. Hoffe ich für dich, jo. Wir machen weiter. Okay. Das ist eigentlich ganz leicht. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass das Teil uns nicht erwischt. Es geht weiter. Wann werden wir mal endlich auf Gregory treffen? Maske abgesetzt. Oh Mann. Bro. Nein. Muss ich zurück? Er kann nicht durch. Oh Mann, was tue ich hier überhaupt? Ich geh schnell hoch. Bro, das wird echt dumm von mir. Aber Monty ist so nah an mir. Da ist wieder so ein Teil. Okay. Zwei Dinge. Kabel. Die folgen dem Kabel. Hier muss was sein. Halte das, Monty kommt. Der will sich da befreien. Bitte nicht. Und hört ihn. Ich muss jetzt zum nächsten Kabel. Das ist hier unten. Komm schon. Hier? Okay. Wo ist es? Der. Ich hab die Maske viel zu lang auf. Okay. Wir legen die Maske ab. Und gehen hoch. Wieder never stop smiling. Ja, das ist voll lustig hier, ja? Das ist sehr, sehr lustig hier. Voll süßer Ort, yo. Voll süß.
Freunde. Jetzt dieses Teil hier. Weiter geht's. Wir machen mal erstmal die Blitze. Jetzt das hier. Komm schon. Ja, geschafft. Und ihr habt gesagt, ich soll die Folgen 20 Minuten lang machen. Ich versuche, mich dran zu halten. Und wir gehen mal weiter, Freunde. Oh, Maske am besten absetzen. Bitte kein Lüftungsschacht, nein. Bitte nicht. Oh Mann, ich hasse Lüftungsschächte. In jedem Horrorspiel immer Lüftungsschächte. Ja, das denkst du? Nicht verzagen, das ist keine Sackgasse. Manchmal braucht man nur eine neue Perspektive. Sieh dir mal die Kamerastation an. Ja, man muss die Maske aufsetzen. Oh! Bro, diese Kamerastation scheint nicht aktiv zu sein, aber ich empfange ein ungewöhnliches Signal. Setz dir die Maske auf und schau nochmal nach. Anomale erkannt. E drücken? Okay. Ah, jetzt hat sich das... Jetzt ist das Teil... verschwunden, aber wir müssen die Maske aufbewahren. Okay. Komm schon. Bin ich hier durch? No way. I walked through a big screen and now I'm in Superstar Daycare? Okay. No way, this is real. Sie kennt sich anscheinend gut aus. Okay. Du musst dir um nichts Sorgen machen. Alles scheint absolut im Normalbereich zu sein. Du halluzinierst wohl. Ja, 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 Kumpel. Du steckst bestimmt hinter... unter der gleichen Decke wie die Gegner hier. Und Freunde, ich denke, wir sind gut in der Zeit jetzt. Und das Spiel wurde gerade gespeichert. Wir beenden mal hier die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst gerne ein Like da und einen Kommentar. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Lasst mich wissen, dass es euch gefällt, wenn es euch gefällt, Freunde, damit ich weitermache. Ich hätte Lust, jeden Tag so eine Folge rauszubringen, also, Freunde, lasst auch euren Support gerne da, damit es sich für mich lohnt, damit ich weiß, ihr wollt es. Das Spiel, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, Freunde. Es ist wirklich ein gut gemachtes Horrorspiel, genau das, was man sich wünscht als Horrorspiel. Es klingt komisch, aber Spaß macht es natürlich auch, Freunde. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Lasst mich bitte nicht alleine in dieser Reise hier. Wir wollen hier doch rauskommen, okay? Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und passt gut auf euch auf, Freunde. Werdet nicht erwischt von Monty. Bye, Freunde.